Es wird erzählt zur Zeit von Rabbi Shlomo Eliezer Alfandari. Ein großer Gelehrter, großer Rabbiner in der letzten Generation. Er ist 1930, ist er gestorben mit sehr hohem Alter, 105 oder so. Man hat ihn genannt als Saba Kadisha, der heilige Opa. Und zu seiner Zeit, Jerusalem war eine sehr arme Stadt. Und es gab eine arme Familie dort, schwer. Und diese arme Familie, Mann, Frau und Kinder, die haben gesehen, es ist schwer. Und deswegen hat der Mann gesagt, ich werde vielleicht jetzt Jerusalem für einige Zeit verlassen, irgendwo außerhalb der Stadt, außerhalb des Landes, irgendwo im Ausland ein bisschen Geld verdienen. Und Mimerchakta Milachma, vielleicht vom Weiten, wird Gott uns unser Lebensunterhalt bringen. Gesagt, getan. Er lässt seine Frau, seine Kinder in Jerusalem und fährt weg, um ein bisschen Geld zu verdienen. 3 Jahre lang war er außerhalb seines Hauses. 3 schwere Jahre hat er gearbeitet, von früh bis Abend, um ein bisschen Geld zu verdienen. Brot gegessen, Wasser getrunken und den Rest nur auf die Seite gelegt, um es seiner Frau und seinen Kindern zu bringen. Zeit vergeht, nach 3 Jahren, er hat ein bisschen Geld verdient und er will sich auf den Weg zurück machen. Aber das Problem ist, es gab noch einige kleine Geschäfte, die er schließen musste. Dort hat ihm noch jemand Geld geschuldet und da muss noch ein bisschen Ware abverkaufen und hin und her, da und dort. Und er weiß, derweil seine Frau braucht Geld und deswegen hat er gesucht, irgendeine Vertrauensperson, die vielleicht jetzt auf dem Weg nach Jerusalem ist und vielleicht das Geld mitnehmen kann. Chesed, Hilfe! Er hat gehört, es gibt jetzt einen Mann, er fährt zurück nach Israel. Er kommt zu ihm hin, sieht ihn in der Synagoge, er sitzt in der Synagoge, lernt dort Torah. Oh, das ist sicher jemand, eine Vertrauensperson, war mit einem langen Bart. Er schaut mir sehr gerecht aus, er kommt zu ihm und sagt, mein lieber Freund, Mazal Tov, ich habe gehört, du fährst nach Jerusalem, Yishuv Tov, du sollst dort gut ankommen, ein gutes Leben dort führen und viele Segensprüche und am Ende eine kleine Bitte. Ich habe meine Frau und meine Kinder allein in Jerusalem gelassen, um hier ein bisschen Geld zu verdienen. Und deswegen, ich möchte dich bitten, du bist sowieso auf dem Weg, du musst jetzt nicht extra hinfahren. Bitte nimm einen Sack mit Geld und gib es meiner Frau. Ich vertraue dir, du bist eine Vertrauensperson. Sagt er, wie viel Geld ist da drinnen? 100.000 Münzen. 100.000, wow, 100.000. Sehr gerne, ich werde es machen, aber ich will eine Provision. Was? Eine Provision? Du, der Gerechte, der mit dem langen Bart, du, eine Provision? Schämst du dich nicht? Weißt du, wie hart ich dafür gearbeitet habe? Wie viel willst du Provision? Sagte, ich will 10%. Was? 10% von 100.000, du willst 10.000 für nichts? Du fährst sowieso hin. Du Gauner, du Dieb, und er hat ihm am Ende keine andere Wahl. Er sagt ihm, du, hier, kein Problem, nimm das und gib es meiner Frau. Sagt er, na, ich will das Ganze schriftlich haben. Ich weiß, du willst mir jetzt geben und dann, wenn ich dort ankomme, nein, hin, her, da, dort. Schriftlich will ich, dass du mir gibst. Er hat gesehen, mit was zu tun hat. Sagt er, okay, kein Problem. Er schreibt, ich, Volontschew, Volontschew, gebe 100.000 Geld Volontschewski und wie viel er will, soll er meiner Frau geben. Ah, wie viel du willst, gib meine Frau. Sehr gut, kein Problem. Er nimmt diesen Vertrag, steckt ihn in die Tasche, nimmt das Geld und fährt nach Jerusalem. Jerusalem ist nicht so wie heute, dass man in 3 Stunden von Wien schon dort ist. Einige Tage auf dem Weg. Auf dem Weg, er denkt sich, Moment, warum sollte ich ihr 10% geben? Also sich 10% nehmen. Was ist 10%? So ein langer Weg, ich muss so tagelang gehen. Nein, ich werde mir 20% nehmen. Es ist auch 80% ist genug für diese Frau. Er geht noch ein bisschen weiter. Nein, ich nehme 30%. Und nachher 40, 50, 60, 90% werde ich nehmen. Am Ende, er klopft an der Tür und sagt, ich werde der Frau
1000 geben und 99.000 nehme ich für mich. 99% nehme ich für mich und nur einen Tausender werde ich hier geben. Warum? Er hat mir unterschrieben. Wie viel ich will, soll ich der Frau geben. Er kommt zu seiner Frau, Shalom Alechem, ich bin von der Stadt, diese und diese. Ah ja, mein Mann, ja, ich habe schöne Grüße von deinem Mann. Er hat mir gesagt, ich soll dir schon Grüße geben. Und er hat gesagt, ich soll dir auch sein Geld überreichen. Oh, sehr gut, danke, danke, danke vielmals. Und ihn. Wie viel Geld? 1000. 1000? Für einen Tausender ist er gefahren für 3 Jahre, das ist unmöglich. Was soll das sein? 1000? Sagte nein, um ehrlich zu sein. Er hat 100.000 gegeben, aber 99.000, das ist meine Provision. Was? Schämst du dich nicht? Schau, ich bin hier 3 Jahre lang eine Witwe gewesen. 3 Jahre lang eine lebendige Witwe. Ich musste für die Kinder und mein Mann hat sicher schwer gearbeitet. Und wo? Schämst du dich nicht? Wie? Meine liebe Frau, Vertrag ist Vertrag, das ist das, was dein Mann gesagt hat. Und sie hat begonnen zu schreien, was soll das sein? Bis am Ende sie ist gekommen zu dem Rabbiner, Saba Kadisha, der alte Opa. Sie kommt zum Rabbiner und beschwert sich und sagt, dies und jenes ist passiert. Der Rabbiner ruft den Mann zu sich. Der Mann sagt, ja, ja, das, was sie sagt, das stimmt. Ich habe bekommen 100.000 und 99 will ich mir behalten. Und ich gebe 9.000er. Sagt er, schau, mein Lieber, das geht nicht, das ist nicht schön, das darf man nicht machen. Das, was du willst nicht, dass man dir tut, tu es nicht dem anderen zu. Quod Arab, tue oder nicht tue, ich habe da einen schriftlichen Vertrag von ihrem Mann. Punkt, aus. Gibt keine Diskussion. Sagt er, zeig mir den Brief. Der Rabbiner schaut sich den Brief an, sagt, weißt du was? Dinu la boker mishpat. Jetzt ist schon Nacht, in der Nacht darf man keine Urteile sprechen. Komm morgen und morgen werden wir darüber reden. Am nächsten Tag kommt der Mann mit der Frau und hat ihm auch gebeten, bitte bring auch das Geld mit. Das ganze Geld und dann werden wir mit einem ruhigen Kopf alles berechnen. Und er kommt mit dem Geld, mit dem Vertrag wieder. Der Rabbiner schaut sich wieder den Vertrag an und sagt, ja, mein Lieber, mein Urteil ist, 99.000 gibst du der Frau, und den Tausender, den nimmst du für dich. Wie, Quod Arab, ich habe einen Vertrag und das gibt's nicht und so. Sagt er, mein Lieber, und genau wegen dem Vertrag. Schau, lesen wir gemeinsam den Vertrag. Was steht da geschrieben? Ich, Volontschew Volontschew, gebe Volontschewski 100.000 und wie viel er will, soll er meiner Frau geben. Wie viel willst du? Du wolltest 99.000. Genau diese 99.000, die wir zu der Frau geben. Wie viel er will, soll er meiner Frau geben. Shtabach Shemola hat Gott da geholfen, dass im Endeffekt die arme Frau und dieser arme Mann nicht reingelegt wurden. Und so dank der Weisheit von Rabbi Shlomo Fandari und sich auch, Siata Dishmaya von Himmel, meine Hilfe, dass dem Mann diese Wörter in die Schrift gegeben wurden.